Die sozialdemokratische Fraktion im Europäischen Parlament tagt jetzt seit gestern mit ihrer Fraktionsführung hier. Das sind die 9 Mitglieder des Vorstandes unserer Fraktion und die 27 Vorsitzenden der nationalen Delegationen. Wir sind die einzige Fraktion im Europäischen Parlament, die Abgeordnete aus allen 27 Mitgliedsländern der Europäischen Union hat. Traditionell tagen wir im Land, das die Präsidentschaft innehat. Das ist zurzeit Polen. Und ich will Ihnen ganz kurz gemeinsam mit meinem Freund Grzegorz Napieralski, von dem ich hoffe, dass er, logischerweise hoffe ich, dass der nächste Regierungschef dieses Landes ist. Wir gehen auch davon aus, dass unsere Partei ein starkes Ergebnis bei den nächsten Wahlen erzielen wird. Die Sozialdemokraten haben sich auf der europäischen Ebene auch gestern mit den polnischen Parteifreunden getroffen. Wir haben gestern einen sehr langen und intensiven Gedankenaustausch miteinander gehabt. Und wir haben gestern und heute als Sozialdemokraten 3 wesentliche Themenschwerpunkte diskutiert. Die Europäische Union befindet sich ganz ohne Zweifel in einer tiefen Krise. Und zwar einer Krise, die nicht nur uns alleine betrifft, die ökonomische Krise, die Finanzkrise, die politische Krise Europas ist nur eine der Krisen in der Welt. Die Vereinigten Staaten von Amerika befinden sich ökonomisch und politisch in einer tiefen Krise und ganz ohne Zweifel greifen die europäischen und die amerikanischen Probleme aus auf andere Teile der Welt. Wir haben eine tiefe Verunsicherung in Japan. Wir haben eine am Horizont erscheinende wirtschaftliche Verlangsamung in China, was ganz ohne Zweifel Rückwirkungen auf den europäischen und amerikanischen Markt hat. Die Revolutionen im Norden Afrikas sind noch im Gange mit einem offenen Ausgang. Niemand weiß, was am Ende bei der Demokratisierungsmöglichkeit, die es zurzeit gibt, tatsächlich herauskommen wird. Werden die Demokratien im nördlichen Afrika gewinnen oder nicht? Das heißt, wir sind konfrontiert mit 3 Krisen. Wir haben es mit einer Krise wirtschaftlicher und finanzieller Natur in Europa zu tun. Wir haben es mit einer Krise in unserem wichtigsten, im Land unseres wichtigsten transatlantischen Partners zu tun. Und in der Nachbarschaftspolitik Europas, sowohl im Osten als auch im Süden des Kontinents, sind wir von enormen politischen Spannungen eingekreist. Das heißt, wir müssen in Europa sehen, dass die Menschen von der Politik verlangen, dass sie konkrete Lösungsansätze entwickelt. Das ist einer der Gründe, warum wir hier darüber diskutieren, was wir als Sozialdemokraten beitragen können. Zweitens, ich glaube, dass dieser Kontinent nur eine Zukunft hat. Und das ist eine der Schlussfolgerungen unserer Debatte hier. Wenn wir eine Zukunft für junge Menschen entwickeln, das, was mich am meisten besorgt macht und auch meine Kolleginnen und Kollegen, ist, dass junge Leute das Vertrauen in die Zukunft sowohl ihres Landes als auch in die Zukunft Europas verlieren. Wenn jemand ein hochqualifiziertes akademisches Studium absolviert hat, wenn jemand eine hochqualifizierte Berufsausbildung absolviert hat und das Einzige, was sein Land ihm bietet, ist der Militärdienst, um anschließend in die Arbeitslosigkeit zu gehen, dann ist das sicher keine Hoffnung für junge Menschen. Was junge Menschen wollen, ist ganz einfach. Sie wollen, wenn sie ausgebildet sind, einen Job. Sie wollen diesen Job so, dass sie davon ein würdiges Leben führen können. Was heißt ein würdiges Leben? Ein würdiges Leben heißt, dass sie mit 8 Stunden Arbeit ein Einkommen erzielen, das sie in die Lage versetzt, eines Tages einen Partner oder eine Partnerin zu finden, zu heiraten oder unverheiratet zusammenzuleben, eine Familie zu gründen, sich vielleicht ein kleines Häuschen zu kaufen, ein Auto zu haben und einmal im Jahr in Urlaub fahren zu können. Die Menschen erwarten nicht, dass wir sie zu Millionären machen, aber sie erwarten, dass wir die Rahmenbedingungen für ein solches würdiges Leben schaffen. Und wenn wir das nicht mehr schaffen, diese Rahmenbedingungen für junge Männer und Frauen zu
garantieren, dann wenden die sich von uns ab. Die wenden sich nicht nur von uns als Politikern, sie wenden sich von der Demokratie ab. Deshalb Beschäftigungsperspektiven, Zukunftsperspektiven für junge Menschen, das ist einer der entscheidenden Schlüssel zur Lösung dieser Krise. Drittens, für uns als Sozialdemokraten ist die Beschäftigung von Menschen die Garantie dafür, dass sie Arbeit finden und dass sie einen Lohn haben von der Arbeit, von dem sie leben können. Und nicht, dass sie 5, 6 Jobs machen müssen, um ausreichend leben zu können. Das ist für uns eine zentrale Forderung. Die wird nur gehen, wenn wir in der Wirtschaft Reformen durchführen. Zur Reform in der Wirtschaft gehört die Kontrolle der Finanzmärkte. Das, was wir zurzeit erleben, und zwar nicht erst seit einem Jahr, sondern seit vielen Jahren, ist, erst hat die Politik die Märkte gerettet. In den Jahren 2008 und 2009 haben fast alle Staaten Europas mit enormen Geldsummen das Bankensystem stabilisiert, haben die Finanzmärkte stabilisiert und jetzt bestimmen diese Finanzmärkte die Politik. Das ist falsch. Es kann nicht sein, dass irgendwelche anonymen Spekulanten, dass irgendwelche Ratingagenturen mehr Macht haben als gewählte Parlamente und gewählte Regierungen. Deshalb erwarten wir als sozialdemokratische Parlamentarier von den europäischen Institutionen, dass sie endlich ernst machen mit der mit der Kontrolle und Regulierung der Finanzmärkte und dass wir ein politisches System in Europa entwickeln, in dem die viel Geld haben, mehr bezahlen bei der Lösung der Finanzkrise als die kein Geld haben. Das heißt, wir erwarten eine Finanztransaktionssteuer, die insbesondere der Spekulation an den internationalen Finanzbörsen, und zwar der Währungsspekulation, einen Riegel vorschiebt. Das sind im Wesentlichen die Botschaften, die wir hier versuchen zu formulieren. Wir sind noch mitten in der Diskussion, wir werden sie gleich auch fortsetzen und ich freue mich jetzt, dass Grzegorz Piralski zu Ihnen spricht. Różnimy się od prawicy europejskiej, różnimy się od ich systemu myślenia i od ich systemu walki z kryzysem. I bardzo się cieszę, że ta debata i taka dyskusja o fundamentach walki z kryzysem, o fundamentach zjednoczonej Europy, która walczy z tym, co dzieje się na świecie, z tym złym, co dzieje się na świecie, że ta dyskusja odbywa się tu w Warszawie. Bardzo dziękuję Martinowi, bardzo dziękuję moim koleżankom i kolegom z całej Europy, którzy przyjechali do Warszawy od 2 dni, rozmawiają właśnie jak wyjść z kryzysu, ale nie kosztem ludzi. Bo to, co powiedział Martin, jest dzisiaj fundamentem myślenia lewicy. My musimy walczyć z kryzysem, ale nie kosztem najsłabszych i najbiedniejszych. A tak do tej pory się dzieje również w Polsce. Chcemy to zmienić i mamy na to receptę i będziemy tę receptę pokazywali tu w Polsce, w czasie naszej kampanii wyborczej, ale również w całej Europie. Jest wiele takich elementów, o których przed chwilą mówił Martin, których nie możemy zrobić sami, z którymi sami sobie nie damy radę. Musimy być i działać w zjednoczonej Europie. Zresztą idea wspólnej Europy, zjednoczonej Europy była taka, że w czasie trudnym, w czasie kryzysu będziemy sobie nawzajem pomagać. To legło u podstaw budowy Unii Europejskiej, ale mamy też takie poczucie i wrażenie, że gdzieś ta jedność, solidarność nam ucieka albo nie jest ostatecznie silna, by bronić się przed tym, co dzieje się na świecie czy przed kryzysem. Dzisiaj Polska jest przewodniczącą. Polska jest dzisiaj, Donald Tusk jest dzisiaj liderem Europy, ale czy na pewno? Czy na pewno dzisiaj Donald Tusk jest tym politykiem, który potrafi zadbać o stabilność, o solidarność w Europie? Kiedy rozmawialiśmy to o różnych aspektach kryzysów i tego, co dzieje się w Europie i poza Europą, choćby to, co dzieje się w Libii, czy w ogóle w krajach Afryki Północnej, jest takie pytanie, czy nie powstaje Europa 3 grup. Z jednej strony Merkel i Sarkozy, którzy ewidentnie przejmują dzisiaj inicjatywę w Europie i sami jakby chcą przewodzić czy współpracować tylko i wyłącznie ze sobą. Druga grupa, która się tworzy, to grupa krajów, które należą do eurostrefy. I trzecia grupa to są pozostałe państwa Europy. Takiej Europy nie chcemy. I tu jest zadanie Donalda Tuska, którego do tej pory nie wykonał. Powinien robić wszystko, angażować się coraz silniej i bardziej w to, aby właśnie
Jeżeli są takie pomysły, czy takie mechanizmy, które nagle pojawiają się w czasie kryzysu, reagować na to bardzo szybko i działać, żeby tak się nie tworzyły na przykład takie grupy Merkel i Sarkozy. To bardzo niebezpieczne. I tak jak zapowiadał Donald Tusk, że nasza prezydencja będzie bardzo aktywna, że nasza prezydencja będzie prawdziwie liderska w Europie, tak widzimy wycofanie Polski i Polska jest dzisiaj trochę poza nawiasem najważniejszych debat w Europie. Nie tylko dotyczących sprawy Libii, ale również, a przede wszystkim sprawy kryzysu. SLD wskazywało, że jednym z głównych postulatów naszej prezydencji powinno być to, jak walczyć z kryzysem. Zwracaliśmy na to uwagę wielokrotnie. Też mówiliśmy Donaldowi Tuskowi, zastanówmy się, czy nie przeprowadzić przyspieszonych wyborów w Polsce, tak aby rząd, jakkolwiek on nie będzie zbudowany z jakiejkolwiek większości, ale rząd, aby był swobodny w tym, by być aktywnym w Europie. I kiedy mówimy o poważnych sprawach młodego pokolenia, kiedy rozmawiamy o edukacji, o tym, jak ma być młody człowiek przygotowany do życia i jak potem będzie mógł startować w dorosłe życie, no to dzisiaj Polski w tej debacie nie ma. Kiedy mówimy o inwestycjach publicznych, o ochronie inwestycji publicznych, które napędzają gospodarkę, tworzą nowe miejsca pracy, nas jako Polaków w tej debacie nie ma. Kiedy mówimy o podatku transakcji finansowych, aby eliminować tych, którzy spekulują i wprowadzają państwa w wielki kryzys, nas w tej debacie nie ma. Zresztą mieliśmy być tym państwem, które miał być liderem wprowadzenia tego podatku, a przypominam, że komisja miała takie przepisy przygotować. Nie słyszymy o tej determinacji po stronie prawicy właśnie w przygotowaniu tych przepisów prawnych, aby takie przepisy prawne w Europie funkcjonowały. Cieszę się bardzo, że w Warszawie o tym rozmawiamy. SLD jest w rodzinie partii socjaldemokratycznych w Europie. Cieszymy się, że możemy o tym rozmawiać i że nasze propozycje również są przez naszych przyjaciół w Europie wysłuchane i brane pod uwagę. I że taka merytoryczna, spokojna debata toczy się tu w Warszawie w czasie prezydencji, ale również w trudnym czasie dla nas, czyli czasie kampanii wyborczej.